Hey Leute, hier ist Markus Abler von Abler Baumaschinen. Ich stehe gerade vor unserer Halle. Und für die, die zum ersten Mal zuschauen, wir sind Baumaschinenhändler aus Deutschland in der Nähe zwischen Augsburg und München. Und ich zeige euch heute mal wieder, was gerade so bei uns verfügbar ist. Wir stehen hier auf unserem Platz. Wir fangen gleich vorne an. Und es ist gerade Mitte, Ende Juni. Und jetzt zeige ich euch mal, was hier bei uns so jetzt gerade neu verfügbar ist, was generell gerade verfügbar ist. Und wir fangen jetzt gleich mal wieder hier vor der Halle an. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. So sieht unsere Halle aus. Und hier geht es jetzt schon los. Das hier, das ist Schmidt Zwingo 200 Kehrmaschine. Da ist aber der Motor irgendwas kaputt oder so. Raucht auf jeden Fall. Das ist eine ganz normale kleine Kehrmaschine für eine Baustelle. Wenn man es braucht, ist es auch teuer neu. Die ist jetzt kaputt. Das ist was zum Herrichten. Ist also relativ günstig zu verkaufen. Hier haben wir einen Cut 924G stehen. Das ist ein Radlader mit so ca. 10 Tonnen, glaube ich. Und bei dem ist auch der Motor kaputt. Also jetzt nicht wundern, bei uns ist nicht immer der Motor kaputt bei allen Maschinen. Nur bei den zwei hier vorne gerade. Und da ist die Ölpumpe kaputt. Und da muss man den Motor ausbauen, dass man die reparieren kann. Deswegen ist das eine bisschen schwierigere Reparatur. Aber der Motor an sich ist eigentlich gut. Es ist wie gesagt nur die Ölpumpe. Das sind so 2 Tage Arbeit ungefähr. Hier haben wir 2 Takeuchi TB290 stehen. Das sind 9 Tonnen kleine Kettenbagger, Kompaktbagger. Ich weiß nicht, welches. Einer ist 2015, einer 2017, kann jetzt auch andersrum sein. Die haben beide die gleiche Ausstattung, haben beide Power-Tilt, Gummiketten, haben beide eine Klimaanlage, beide auch einen Verstellausleger. Verstellausleger zeige ich euch schnell. Ist hier oben dieses Teil, dass der eben kompakter arbeiten kann. Genau, hier das. Und dass der auch näher vor sich arbeiten kann. Hier unten haben wir den Power Tilt. Das ist, wie man sehen kann, sowas, da kann ich die ganze Schaufel 90 Grad so rumdrehen und so rumdrehen. Und die macht eben jede Schaufel neigbar und ist nicht nur eine hydraulische Grabenschaufel. Da, das ist der zweite. Jetzt können wir gleich mal schauen, welcher. Das hier ist nämlich der 2015er. Der hat 7700 Stunden. Das ist der 2017er, der hat nur 5500 Stunden. Sind beide vom Zustand her noch sehr gut. Und genau, dann geht es auch schon weiter. Hier haben wir eine Tannenwalze, Stahl-Stahl, Bomag BW164 AD, hat 1500 Stunden, also ist noch fast neu. Hier haben wir einen kleinen Traktor mit Frontlader, habe ich auch schon mal gezeigt. Da steht eine Hamm HD10, das ist eine kleine Stahl-Stahl. Tannenwalze, kann man mit dem Autoanhänger noch fahren. Was da das Spezielle ist, die hat halt sehr wenig Stunden, glaube ich nur 500 und hat eben auch eine Kabine. Hier hinten ein Linde H35 Stapler, hier so ein Ingersoll Rand Baukompressor. Da stehen ein paar größere Bagger. Liebherr 926 aus 2007 oder 2008. Hitachi ZX280, das ist aus 2011. Sind beide jetzt verkauft, gehen beide nach Kosovo. Haben eine große Baustelle. Hier haben wir einen Sprinter stehen. Der Hitachi auch sehr schön, ist so ein 28 oder 30 Tonnen Kettenbagger. Liebherr, eigentlich so dasselbe als Liebherr, hat vielleicht eine Tonne weniger. Und hier haben wir noch einen wunderschönen Cut M318F stehen. Fast das neueste Modell. Ist in sehr, sehr gutem Zustand. Obwohl der auch schon 9000 Stunden hat. Der hat eben auch einen Verstellausleger. Und ein Ölquick OQ 7055 Schnellwechsel. Da drüben, hier bei dem, sehen wir, das ist ein OQ 80 Schnellwechsel. Und genau, da kann man nämlich nochmal gut einen Vergleich sehen. Das hier ist ein Monoblock, der geht nur hier. Und eben der hier, das ist ein Verstellausleger. So. Kann man eben noch einmal mehr knicken. Das ist ein Ford Cougar, 300.000 Kilometer. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Auf die andere Seite. So, jetzt stehen wir ja schon vorne auf der anderen Seite. Hier hinter mir, das ist ein Paus-Schwenklader. Da gibt es auch schon ein Video drüber. Schaut sich den an. Hier steht eine VW-Pritsche mit Plane. Hier ein Wacker-Dampfer über den Wacker und über den Paus. Gibt schon ein einzelnes Video, also schaut sich das an. Suzuki SX4. Da haben wir einen Hyundai Robex R140W-9 ist das, glaube ich.
Und der hat eben auch einen Ölquick OQ70 55 Schnellwechsler. Das ist eigentlich so der beliebteste Schnellwechsler, den es gibt bei den Baggern in der Größe. Und genau, bei dem ist nämlich das Coole, der Zustand ist sehr gut und die Hyundai-Bagger, die früheren Mobilbagger, die haben alle den großen Motor, also einen Sechszylinder und die große Hydraulikpumpe, die sonst auch in so 30-Tonnen-Baggern drin haben. Das ist sehr cool. Hier eine kleine Wacker-Grabenwalze, da ein Liebherr 924 Kompakt, geht auch in Kosovo, an den gleichen Kunden, gibt es auch schon ein Video drüber, schaut es euch an. Hier ist eine Komatsu D61 PX Raupe, das Gelbe ist so ein GPS-Vorrüstungsteil, die könnt ihr euch auch mal anschauen, gibt es auch schon ein Video. Hier ein VW Amarok Pickup in einem wunderschönen Grün, das steht auch noch zum Verkauf. Hier ein Liebherr 554, 2 plus 2 Radlader, ist auch noch zum Verkauf, der hat so um die 18.000 Stunden. Da, wenn wir weitergehen, haben wir einen Iveco Stralis 450, da zeige ich euch drüben noch den Auflieger, mit dem der gekommen ist. Der hat nämlich Wasser gefahren auf der Baustelle nur. Das ist eigentlich auch ein cooles Teil und ja, der Auflieger ist ein bisschen cooler, das ist der LKW. Der LKW hat schon 1 Million Kilometer und ja, es geht. Ich finde, wenn man das jetzt anschaut, hier hat natürlich schon ein bisschen Rost, aber sieht eigentlich noch okay aus. Dann gehen wir mal hier noch eins weiter. Hier neben mir steht ein MAN TGL 7.150 mit einem Kofferaufbau. Und das ist kein normaler LKW, sondern ein Fahrschul-LKW. Ist auch ganz cool, hat halt die Pedale mit drin. Drehe ich euch vielleicht noch ein extra Video drüber. Hier haben wir eine 3-Achser MAN-Sattelzugmaschine. Haben wir auch gerade mehrere 3-Achser Sattelzugmaschinen und verkaufen wir gerade auch relativ gut. Die hat in dem Fall hier auch Kipphydraulik. Die ist auch schon in einem anderen Video zu sehen, da könnt ihr nochmal genau sehen, was für eine ist. So, dann hier, nächste Sattelzugmaschine. Die fahren wir die meiste Zeit, mit der holen wir immer Auflieger und sowas. Die ist noch recht gut beieinander, die ist eigentlich nicht zum Verkauf. Hier haben wir noch eine MAN. Das ist jetzt eine TGX-Sattelzugmaschine und das ist eine TGS-Sattelzugmaschine. Da ist das Fahrerhaus eben riesengroß. Auch 3-Achser, das ist eine Schwerlastsattelzugmaschine. Und die hat auch Kipphydraulik hier. Das sind die zwei Anschlüsse, die es hier gibt. Kann man eben Rampen runterlassen oder auch kippen. Wenn wir eh schon hier hinten drin stehen, dann schauen wir uns den auch schon an. Das ist ein Schwarzmüller Getreidekipperaufbau auf dem Mercedes Actros MP4. Das zeige ich euch auch gleich schnell nochmal. Ja, ist auch ein schönes Auto. Kommt aus Österreich. Und es ist ein Euro 6 Getreidekipper. Der ist relativ leicht und hat so einen hohen Aufbau, weil da wird dann Getreide transportiert und das ist eben nicht so schwer. Das hier ist eine Liebherr Schweißraupe, heißt glaube ich so. Mit der, da war vorne ein Kran drauf, eben hier auf der Plattform. Und mit der konnte man dann halt in so sumpfige Gebiete auffahren und da auch seinen Kran bedienen, eben unabhängig, ohne Strom und alles. So, jetzt bin ich nochmal hier und zwar wollte ich euch unser schönes Schwerlastregal zeigen. Das haben wir jetzt aufgestellt für die, die die letzten Videos angeschaut haben. Ich habe schon öfter gezeigt, wie wir, was wir so auf dem Hof stehen haben. Und es war hier immer so ein Riesenverhau. Und das war für mich einfach so ein Anliegen, dass ich gerne mal das bisschen alles aufräumen konnte. Und das haben wir jetzt endlich mal aufbauen können und hatten jetzt ein bisschen Zeit. Hier wird eben noch alles aufgefüllt. Und auf der Seite haben wir es jetzt schon ein bisschen befüllt. Man muss natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass das Ganze nicht durchbricht oder umfliegt. Und so ein Fach hält so circa 3 Tonnen. Und da können wir schon mal ordentlich was mit unseren Löffeln und Schaufeln reinlegen. Das ist nämlich immer das Ding, die muss man immer ein bisschen aufheben. Deswegen steht jetzt hier so viel Zeug rum, weil das alles noch in das Regal kommt. Und das stand halt alles eben vorher hier auf der ganzen Fläche und das müssen wir dann noch einräumen. Da hinten stehen noch 2 Kettenbagger. JCB JS220 ist ein 22 Tonnen Kettenbagger. Daneben Komatsu PC240, ungefähr gleiche Klasse, 24 Tonnen Kettenbagger. Auch ja, relativ normale Bagger. Der Komatsu ist natürlich schon sehr alt. Hier kann man auch mal sehen, was passiert, wenn die Bagger eben länger stehen. Dann lässt die Hydraulik ein bisschen nach. Und dann drückt er eben mit seinen Zehen schon. Deswegen haben wir eigentlich schon die Palette unten rein, aber der drückt schon bis in den Teer rein. Hier steht ein Tandem-Kipp-Anhänger. Mercedes 612D Vario, gefällt mir sehr gut, gibt es ein extra Video dazu, schaut euch das an.
Hier hinten haben wir eine, ich habe keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber draufstehen tut Haulotte. Das ist was Französisches. Also denke ich, spricht man es anders aus. Aber ist eine Hebebühne auf jeden Fall. Hier zwei Kalmerstapler, 12 Tonnen. Dahinter ist ein Betonmischeraufbau. Hier noch ein bisschen Löffel und Zubehör. Das ist ein Mercedes Actros MP3 Sattelzugmaschine und das ist ein MAN. TGS 26 480 oder 540, auch Dreiecksattelzugmaschine mit Kipphydraulik. Eigentlich der MAN und der Mercedes so relativ die gleichen Autos von verschiedenen Herstellern. Dahinter steht noch so ein alter Komatsu-Lader und da hinten steht noch ein altes, muss man hier schnell durchlaufen, steht ein altes Actros Müllauto. So, dann gehen wir mal weiter. Wir haben nämlich in der Halle auch noch viel zu sehen und den anderen Lagerplatz. Hier haben wir auch noch zwei schöne Ölquicklöffel. Die sind hydraulische Schwenklöffel. Hier liegt ein bisschen Zubehör. Das soll halt später dann alles mal aufgeräumt werden. Und was man hier noch sieht, für die, die es noch nicht gesehen haben, ist unser Waschplatz. Und wir sehen uns jetzt dann in unserer Halle wieder. So Leute, jetzt stehen wir hier in unserer Halle. Hier steht ein Gremlin, falls ihr da was dazu wissen wollt, können wir auch gerne mal ein Video drehen. Ansonsten zeige ich euch jetzt die Baumaschinen, die wir hier stehen haben. Hier steht nämlich auch, nämlich wirklich alles voll und lauter schöne Maschinen, viele neue, ein paar alte auch. Und da zeige ich euch jetzt mal, was wir da haben. Ich fange jetzt mal hier an. Das ist ein Wacker Neuson ET90. So ein kleiner Kettenbagger, ist eigentlich der gleiche wie der, also von der Klasse her der gleiche wie die Takeuchis, die draußen stehen. Das ist ein 9 Tonnen Kompaktbagger. Der hat jetzt eben keinen Power-Tilt, sondern einen hydraulischen Lehnhof MS-08 Schnellwechsler. Kann man eben hydraulisch die Schaufeln einfach wechseln. Hat halt keine hydraulischen Anschlüsse und kann so nicht neigen. Bräuchte dann hydraulischen Löffel. Hier haben wir eben auch die Anschlüsse für alles Hydraulische. Wir haben wieder einen Verstellausleger. Und der hat nur 2900 Stunden. Baujahr, können wir mal nachschauen. Steht hier auf dem Typenschild. Da haben eben Baujahr 2017. Also sehr schöne, relativ neue Maschine, was man jetzt hier sehen kann. Die Ketten sind natürlich nicht mehr gut, sind da schon eingerissen und ein bisschen durchgefahren. Ansonsten ist das Laufrad noch okay. Hier, der ist jetzt eben einmal so grundlegend gewaschen, aber innen noch nicht sauber gemacht und noch nicht poliert und gar nichts. Und so schaut das dann hier aus. Hier haben wir einen Cut 906 Radlader, da haben wir zwei Stück. Das sind relativ alte Cutlader. Muss ich mal kurz vorlaufen, kann man das mal sehen. Die haben eben noch so eine Einarmschwinge und eine ganz komische Aufnahme da unten. Und so sieht die Schwinge aus. Haben wir jetzt auch nicht mehr so, aber so war es früher halt. Das ist nochmal der gleiche. Und der geht noch ganz normal. Bei dem haben wir das, das ist auch ganz witzig eigentlich. Man sieht ja natürlich schon, dass der was benutzt ist. Und bei dem ist es so, der hat Motorschaden, schon wenn man es erkennen kann. Es muss man kein Profi sein, dass man das checkt, was es ist. Er hat hier eben dieses Loch und da nochmal ein großes Loch. Also irgendwas im Motor ist kaputt gegangen, hat den Block durchschlagen. Aber das Witzige an dem Ganzen ist, der läuft einfach noch und der läuft wirklich. Also er ist schon laut, man hört schon, dass irgendwas kaputt ist, aber er fährt, man kann damit auf den Tieflader fahren und alles andere. Genau. Hier haben wir einen Cut 907, der ist Baujahr 2008, hat 4700 Stunden sowas, 4900 Stunden und sieht eben noch so aus aktuell. Da, den richten wir auch gerade her, dass sie wieder schön wird. Das ist ein relativ ähnlicher Lader, das ist ein Cut 908 H2, ist schon ein viel neueres Modell und hat nur, glaube ich, 1000 Stunden. Sieht sehr gut aus, finde ich, sehr schön, der ist halt einfach wie neu. Baujahr haben wir 2013, wie wir sehen können. Da unten Knickgelenk und alles. Und hier hinten können wir uns den Motor anschauen. Und genau, dann können wir schon eins weiter hier. Jetzt sind wir nämlich da. Das ist ein Atlas 140W Blue. Da schätze ich mal, dass der schon in Blue hat. Und das ist ein Mobilbagger, so 16 Tonnen ungefähr. Hat auch einen Verstellausleger, wie man hier gleich sehen kann. Der hat nur 600 Stunden, ist also eigentlich neu. So sieht es innen drin aus. Ist innen drin auch noch nicht sauber natürlich. Das ist bei uns schon was ganz anderes, wenn er sauber ist. So können wir uns mal den Arm anschauen. Der hat einen mechanischen Schnellwechsler. Hier kann man eben
Der hat einen hydraulisch schwenkbaren Tieflöffel. Der ist eben hier angeschlossen, dass er da schwenken kann. Und da muss man halt dann eben noch aussteigen, dass man den Schnellwechsel aufmachen kann. Hier sieht man nochmal von der Seite. Und das hier, da muss ich jetzt auf die andere Seite gehen, weil wir haben die Halle, wie ihr seht, gerade richtig, richtig voll. Und das ist so ein Iveco Magirus Feuerwehrauto Allrad mit, keine Ahnung, wieder 20.000, 30.000 Kilometer, glaube ich, nur. 70 D11, also hat wahrscheinlich 110 PS oder sowas. So sieht der Innenraum aus. Hinten waren dann die Feuerwehrmänner gesessen. Und genau, reparieren wir auch gerade, da braucht die Kupplung entlüften. Magirus Deutz hier. Das ist ein Wacker TD9, so ein kleiner Dumper, kann man selber verladen. Auch ganz cool, wenn man jetzt halt wenig Platz hat auf so einer Baustelle. Dann haben wir hier unseren Linde H70 Stapler. Hier nochmal so einen Lukli Stapler. Mit denen verladen wir immer selbst. Also die sind auch nicht zum Verkauf. Hier stehen noch zwei Rüttelplatten. Und da steht unser Golfcar. Da kommt auch im nächsten Video drüber. Und jetzt machen wir einen kurzen Cut. Dann sehen wir uns wieder auf unserem Lagerplatz. Ich zeige euch noch, was wir noch dastehen haben. So, jetzt sind wir hier auch schon auf unserem zweiten Lagerplatz. Das sieht eben so aus. Das ist ein Kiesplatz. Das ist noch nicht ganz fertig, aber ist bald soweit. Fangen gleich mal hier an. Das ist ein Kalkstreuanhänger. Das hier ist ein Bürocontainer. Da haben wir unser Werkzeug drin. Und hier haben wir schon das erste Schmuckstück. Das ist ein MAN 19464 Kipper. Das ist ein Allrad, der hat einen Intada und einen V8 Motor. Und das ist halt schon wirklich cool. Ein sehr, sehr cooles Fahrzeug. Der hat hier auch noch eine Winterdienstanbauplatte. Heißt, man kann da vorne sein Schneeschild hinmachen. So sieht der eben aus. Der kommt aus der Schweiz. Und das ist auch so ein Ding. Das wird bald was für Sammler, glaube ich. Falls noch jemand erinnern kann, ich habe mal so ein Actros MP1 Video gemacht. Da hatten wir eben einen 1848 MP1 Actros, auch mit Allradantrieb. Der ist eigentlich so genau der Konkurrent davon. Hier stehen jetzt unsere zwei Hänger noch. Mit denen transportieren wir immer unser ganzes Zeug. Hier haben wir einen Scania LKW. Ich will die Werbung jetzt nicht zeigen. Da steht noch einer. Da hinten liegt eine Absatzmulde. Hier steht noch ein Auflieger von Carnier. Und gerade ist hier relativ leer, weil jetzt hier dann auch mal gegrädert wird noch, dass der Platz schön gerade wird. Und da steht Bauzaun. Da haben wir noch so einen kleinen Koffer, Anhänger für PKW. Hier steht eben nochmal so ein Scania, das ist auch schon verkauft, geht nach Kroatien. Und sonst, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Das ist eben Wasserfass, auch in einem Kipp-Container-Chassis. Also der Auflieger ist an sich ein Kipp-Container-Chassis und das Wasserfass ist ein Lebensmitteltank, der wurde früher Apfelsaft gefahren. Den haben wir damals schon dem Kunden verkauft. Der Kunde hat ihn jetzt wieder an uns verkauft mit dem Iveco von drüben. Das ist eben 20.000 Liter Wasserfass. Und damit kann man halt Wasser auf den Baustellen oder Acker oder sowas fahren. Ist ganz cool eigentlich. Hier liegt noch eine Schaufel. Das ist ein Atlas 1604 LC. So ein älterer Kettenbagger. Gibt es ja mittlerweile schon gar nicht mehr. Den Walzenzug, den fahren wir hier immer noch zum Verdichten. Da hinten ist es noch so der letzte Sand, der noch weg muss. Und dann kann das Grundstück auch mal richtig fertig gemacht werden. Das wird wahrscheinlich nächste Woche dann passieren. Und ansonsten sind wir jetzt fertig mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir haben ja relativ viel Zeug dastehen und ich versuche ja immer gute Videos zu machen. Also wenn ihr irgendwas interessant findet, dann sagt es mir noch bitte Bescheid und schreibt es in die Kommentare. Ich mache euch da ein Video, das euch passt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr was kaufen wollt oder verkaufen wollt, dann schreibt oder ruft mich einfach an. Und ansonsten dann bis zum nächsten Mal. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Dann ciao.